Der Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson ist nur noch knappe 6 Wochen entfernt, wenn die beiden ungleichen Boxer am 15. November in Dallas, Texas, USA in den Ring steigen werden. Netflix wird das Mega-Event übertragen, auf deren Undercard einer der besten Kämpfe für das Frauenboxen mit Amanda Serrano gegen Katie Taylor zu sehen sein wird. Darüber hinaus wird es auch einen Titelkampf im Weltergewicht geben, wenn Mario Barrios antritt, um seinen WBC-Weltmeistertitel gegen Abel Ramos zu verteidigen. Aber natürlich werden diese Kämpfe in der öffentlichen Wahrnehmung kaum bis gar keine Rolle spielen, weil alle nur auf den Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul fokussiert sein werden und wissen wollen, ob die alte Legende es nochmal schaffen kann, den 27-jährigen Kontrahenten auf die Bretter zu schicken, oder aber ob Jake Paul, der nun mittlerweile seit 4 Jahren in den Ring steigt und vor allem seit dieser Zeit äußerst ernsthaft trainiert, der Sieger sein wird. Dazu gibt es mal wieder einen neuen Trainingsclip von Mike Tyson, den ich euch gleich noch zeigen möchte. Und dazu aber noch eine weitaus interessantere Ankündigung, die Netflix nun veröffentlicht hat. Also, legen wir los. Das alles jetzt bei 24/7 Boxing. Ich lasse euch den Clip im Hintergrund mitlaufen. Es handelt sich dabei zwar um einen neuen Clip der Legende Mike Tyson, aber in der Art und Weise der Darstellung haben wir ehrlicherweise schon viele dieser Art zu sehen bekommen. Und auch die vergangenen Trainingsclips lasse ich euch im Anschluss im Hintergrund durchlaufen. Mike Tyson sagte nun zu seinem Training, dass er nun den gesamten Tag an seinem Training ausgerichtet hat und dass er äußerst ernsthaft an diese Sache herangeht. 6 Stunden am Tag soll er ausschließlich damit verbringen, sich vorzubereiten. Dazu zählen neben Boxeinheiten auch Cardio-Kraft-, Regenerations- und Massageeinheiten. Mike Tyson sagte, dass er im Moment in der intensivsten Phase seiner Vorbereitung ist, in der er sich so dermaßen an das körperliche Limit bringt, dass es ihm mitunter schwerfällt zu laufen, weil er schlichtweg so erschöpft sei. Und sein Training ist ja immer wieder mit großen Fragezeichen verbunden, weil die Kurzclips, die er immer von sich veröffentlicht hatte, so wie es ja auch der aktuelle Clip zeigt, ihn zwar sehr gut in Szene setzen und sehr spritzig und aggressiv aussehen, aber letztendlich keine Aussage über seinen Fitnesszustand und die Leistungsfähigkeit von Mike Tyson zulassen. Und vor diesem Hintergrund veröffentlichte Netflix nun eine Information, die ich sehr interessant finde. Denn im Vorlauf zu dem Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson wird es eine 3-teilige Dokumentation zu diesem Kampf, vor allem aber auch zu der Vorbereitung der Boxer und der Zeit vor dem Kampf geben. Und Mike Tyson hat dafür seine Türen geöffnet und die Kameras zu seinem Training zugelassen. Dementsprechend wurde bereits angekündigt, dass es an dieser Stelle vertiefende Informationen und Bildmaterial zu Mike Tysons Training geben wird. Denn das ist ja nach wie vor der entscheidende Faktor in diesem Kampf. Wie sehr schafft es Mike Tyson, sich in Form zu bringen? Wie schnell ist er mit seinen knappen 60 Jahren noch? Und wie viel Ausdauer kann Iron Mike noch aufbauen? Wenn man den Kampf gegen Roy Jones Jr., der 2020 bereits stattfand, betrachtet, war Mike Tyson der klar bessere Mann, sah aber bei weitem nicht mehr so athletisch und spritzig aus und auch die Kraft in seinen Punches war deutlich vermindert. Sicher war der Kampf gegen Roy Jones Jr. ein Showkampf und auch wenn sich Mike Tyson in diesem Kampf zurückgehalten hätte, ist der Eindruck aus diesem Kampf für mich persönlich nicht der beste gewesen, um in einen Kampf gegen Jake Paul zu gehen. Denn man darf einfach nicht vergessen, dass seit dem Kampf gegen Roy Jones Jr. wieder weitere 4 Jahre vergangen sind und Tyson damit weitere 4 Jahre gealtert ist und vor allem innerhalb dieser 4 Jahre auch nicht im Training stand. Ab dem 7. November werden wir in der 3-teiligen Countdown-Serie zum Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson auf den Kampf eingestimmt, bevor es dann eine Woche später zu dem eigentlichen Kampf kommen wird. Die Übertragung auf Netflix ist übrigens für 2 Uhr deutscher Zeit angesetzt.